Willkommen zurück zur sechsten Folge. So, wir waren ja direkt vor dem Grab. Vielleicht hätte ich erst nach dem Ladebalken aufnehmen sollen. Okay. Hätte ich das noch eingesammelt? Na, sieht so aus. Okay. Hier brauchen wir nämlich die Kletteraxt für, deswegen bin ich da bei dem Rucksack holen auch gar nicht erst hingegangen. Ich wusste ja, dass wir hier noch nicht rein können. Das ist das Gute, dass ich ausnahmsweise mal ein Spiel durchgespielt habe, bevor ich euch das zeige. Das ist doch mal. Und ich werde trotzdem noch genug Fehler machen, das weiß ich jetzt schon. Zumindest bei diesem im richtigen Moment irgendeine Taste drücken, das ist irgendwie nicht so meine Welt. Ich habe das jetzt auch seit dem letzten Wochenende nicht mehr gespielt. Mal gucken. Gucken, wie eingerostet ich jetzt bin. Vorher habe ich das ja, also das Wochenende habe ich das ja fast ununterbrochen gespielt, weil ich das unbedingt durchhaben wollte. So. Nee. Mal gerade überlegen, ob da noch irgendwie was ist, aber das kriegen wir dann eh noch gesagt. Vergoldete Figuren. Diener der Sonnenkönigin. Ja, optionales Grab. Grab der Unwürdigen. Es gibt keine Berichte über derartige Rituale im alten Yamatai. Außer sie wurden aus allen Unterlagen entfernt. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Feuer. Und dann zünden wir mal die ganzen Päckchen an. Nehmen wir jetzt. Ja, siehst du jetzt. Jetzt habe ich schon. Jetzt ist es schon soweit mit der Steuerung. Schon Probleme. Oh. Was wird das nur für eine Folge? So direkt der Einstieg ins Wochenende dann. Okay. Ja, komm. Upsala. Ups. Ja, gut, das wäre geschafft. Das Grab ist auch nicht sonderlich spektakulär, denn das war es auch Das schon. könnte zu Ehren ihrer Priesterin gebaut worden sein. Unglaublich. Oh, Gold. Mein Schatz. Gollum. Grab gemeistert. Ich vermisse jetzt schon, wenn ich hier sehe, was sie so für an Sachen hat. Mit Pistole und dem schlechtesten Bogen. Vermisse ich das irgendwie schon. Ah, da haben wir noch was. Vermisse ich schon bei meinem aktuellen Safe Game, dass man da ja dann doch irgendwie schon alles hat. Auch wenn es ein bisschen unfair wäre hier. Ne? Kommt denn der Ruckler her? Da hat gerade eine Folge hoch, aber ob es daran liegt? Ist das vielleicht doch noch der Geocache? Drücken Sie Tab. Ja, das hatte ich doch schon. Ihr Zopf ist buggy. Das kommt noch ein paar Mal öfter vor, außer die patchen da noch was dran. Die Haare sind noch nicht so ganz fehlerfrei. Oh. Warte, ist das. Ich muss mal kurz ein Stück hier reingehen. Ich glaube, das ist nämlich. Ja, das müsste da drüber sein. Wir müssen hier nämlich eh gleich hochklettern. Wupp. So. Gerade, das ist auch oben eingezeichnet. Also, ich rede jetzt von den beiden Sachen. Gut. Jetzt heißt es weiter nach oben, weil wir wollen ja noch ein SOS-Signal loswerden. Das kann ich euch schon verraten, wird noch eine Weile dauern. Da die Folgen ja bei Let's Plays nicht so lange sind, wird das auch nicht in diese und wahrscheinlich auch noch nicht in der nächsten Folge passiert sein. Wir sind niemand. Nein,
hier rein. Ja, geht rein. Das finde ich auch gut. Wupp. Das ist eine gute Idee. Ja. Feuer! Verstärkung! Und? Können wir mal die Pistole nehmen? Ich hab am liebsten den Bogen genommen und das wird wahrscheinlich auch bei dem Let's Play so sein. Aber ganz ohne die anderen Waffen. Das wäre ja auch langweilig. So nicht hoch. Da brauchen wir Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Guck mal, da ist auch noch. Oder kann ich das gar nicht? Ich habe da doch eben schon drauf gedrückt. Ach, das Buch habe ich übersehen. Hm. Naja. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar. Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. So, langweilig nur zuzuhören. Okidoki. Warte mal. Da ist auf jeden Fall noch was, was wir uns holen können. So, die kann man nicht kaputt machen. Kurz gucken. Ja, hier ist noch was. Also, hallo. Chicken! Achso, gut. Da können wir noch weiter nach oben. Machen wir das. Ah. Wupp, 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 wupp. Da ist es ja schon. Ein Schatz! Wieder was zum Angucken. Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Wo war das denn? Ich dachte, das wäre irgendwie in dieser... Ich dachte, sie findet irgendwie... Finden sie ja nicht Reste oder so? Ich bin so doof. Unten im Mörser befinden sich kleine Knochenfragmente. Hoffentlich von Tieren. Das hoffen wir doch alle. Okay. Hier brauchen wir Feuer und da vorne haben wir Feuer. Hopsala. Regen, Regen, Regen. Hui. Von dem werden wir auch noch ein paar mehr sehen. Jetzt geht's doch einfach weiter nach oben. Ja. Ist erstmal nichts mehr. Drüber können wir auch noch was anfackeln. Also hier. Da kommt später ein Zwischengang. Wenn wir ein bisschen weiter sind, dann kann man dadurch wieder hierher zurückkehren. Ja, beim Umsehen. Also ich wundere, wenn ich manchmal so bei so offensichtlichen Kletterwänden noch irgendwie komische Drehungen mache. Aber ich bin immer überlegen und versuche noch rauszufinden, dass ich nichts vergesse. Oh, diese Dramatik. Bist du da? Reyes, wo bist du?
Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Hey, aufpassen, ein Eindringling! Los, bitte! Das muss alles nicht sein! Ah, kleinen Feuertypis hier. Oh. Ich bin irgendwie heute nicht so. Mann, der hat aber Reflexe. Besser als ich gerade. Naja. Jupp. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Aber jetzt kommt ein bisschen deutlich mehr Action, weil wir jetzt jede Menge Menschen begegnen werden, die uns irgendwie nicht so mögen. Nach dem Video. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Oh, oh, oh. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. Fisch. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie schaffen das. Ja, nur ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action! Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Hm, das hat mein Vater auch gesagt.
Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf. Gut, ein Tagebuch hat sie gerade nicht, deswegen war ich gerade still. So, Kämpfer-Upgrades. Machen wir das direkt erstmal. Mehr aushalten. Das ist immer, immer gut. So, und wir haben... Wir können noch ein bisschen was upgraden. Gewickelte Sehne. Höhere Schussfrequenz machen wir mal. Axt. Kriegen gleich auf jeden Fall noch was Neues. Gemeistert, gemeistert. Ja, so, dann können wir noch ein bisschen mehr schießen. Größeres Magazin. Das gibt's gleich. Irgendwas übersehen? Auch nicht. Hey! Nimm das Scheißding weg! Nein, nein. Na, mal schauen, ob ich das hinkriege. Letztes Mal wurde Alarm geschlagen. Habe ich nämlich direkt den Scheinwerfer zerstört und irgendwie fanden die das nicht so. Nicht so witzig. Was zur Hölle? Geht immer im Kreis. Ah, der ist auch weg. Das war der, der hinter dem Scheinwerfer sitzt, stand. Hat der jetzt noch was? Nö. Gut. Letztes Mal habe ich hier halt direkt den Scheinwerfer zerstört und dann habe ich von vorne und auch von da, wo wir gekommen sind, also da, wo das Lager ist, von da kamen dann auch noch ganz viele Gegner. Das ist zwar kein Problem aktuell, aber es ist trotzdem nicht unbedingt das, was ich erreichen wollte damit. Platsch, 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 platsch. Nochmal kurz. Gut, keine Sachen eingezeichnet. Irgendwie habe ich mich da nicht drauf, dass hier noch einer ist. Oh, hier ist noch eine Schatzkiste. Ich glaube, die habe ich letztes Mal übersehen. Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Oh, ist schon ein bisschen her. Sind denn hier noch welche? Was?
komm. Kopfschuss. So, das hätten wir auch. Einmal außen rum. Geocache. Und dann geht's jetzt weiter nach oben. War das jetzt Munition? Ja, gut, die hatte ich schon. Weil es auch Waffen-Upgrades gibt und... Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Japanisch! Ui! Es ist eiskalt! Und mit diesem schönen Einblick auf hängende tote Menschen werde ich die Folge beenden und es geht in der 7. Folge weiter.